Nun mit dem Kaleidoskop und Zhubi Hui und Sebastian Hambach. Sie stellen Ihnen den Lehrertag in Taiwan vor, der fällt genau auf den Geburtstag von Konfuzius. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Zhubi Hui. Heute wollen wir über den Lehrertag sprechen. Damit ist nicht der Weltlehrertag gemeint, der von der UNESCO auf den 5. Oktober, also morgen, festgelegt wurde, sondern es geht um den traditionellen Lehrertag hier in Taiwan, also traditionell immer in Anführungszeichen, denn irgendwann wurden ja immer diese Traditionen erfunden. Und der Lehrertag in Taiwan wurde zumindest seit den 50er Jahren am 28. September begangen. Und der Grund ist, dass man an diesem Tag den Geburtstag von Konfuzius ausgerechnet hat. Es gab früher eigentlich verschiedene Daten, die für den Geburtstag von Konfuzius in Frage gekommen sind. Und bei einer Persönlichkeit, die sehr viele Jahrhunderte oder Jahrtausende alt ist, da kann man sich ja nie so ganz sicher sein. Und deshalb gab es vermutlich in der Vergangenheit da die ein oder andere Änderung und Berichtigung. Aber wie gesagt, seit den 50er Jahren, dann hatte man sich auf den 28. September geeignet. Und der Grund ist, weil Konfuzius ja auch immer als der erste Lehrer bezeichnet wird, also aufgrund seiner besonderen Beiträge für die Philosophie oder überhaupt eben für das Lehren in China damals. Da hatte man dann eben auch in Taiwan aufgrund der damaligen politischen Überlegungen Konfuzius als diesen ersten Lehrer bezeichnet. Und an diesem Tag werden jetzt eben heute in Taiwan alle Lehrer oder die Beiträge aller Lehrer für die einzelnen Schüler, aber eben auch für die Gesellschaft als Ganzes geehrt. Ja, der Lehrertag, der Termin bleibt am 28. September, aber der Inhalt hat es sich wohl einiges geändert. Als ich noch klein war, konnten wir an diesem Tag frei haben. Nicht nur, das war eigentlich nicht für die Schüler vorgedacht, sondern für die Lehrer. Die Lehrer sollten an ihren eigenen Tagen einen Tag frei haben. Aber inzwischen ist dieser Tag entfernt worden, also die Lehrer müssten auch an diesem Tag arbeiten. Auf der anderen Seite, wir jetzt als Journalisten oder überhaupt als Arbeitnehmer, dann können wir eigentlich am Arbeitstag frei haben, aber die Lehrer müssen doch an dem Tag auch arbeiten und daher viele Lehrer beschwert deswegen, dass die da immer arbeiten und mehr arbeiten. Sie können nicht so viel freie Zeit genießen und das ist natürlich anders als früher. Und man denkt an diesen Tag an den früheren Lehrer, aber auf der anderen Seite werden die Lehrer tatsächlich beschenkte von jeder Schüler oder ausgezeichnete von dem Bildungsministerium, wenn die welche bestimmte Beiträge gezeigt haben und so. Es werden eigentlich in der Gesellschaft immer noch welche Veranstaltungen abgehalten. Wie gesagt, zum Beispiel die Auszeichnungszeremonie werden jedes Jahr stattfinden und dann die Lehrer bekommen Geschenke manchmal von der Stadtregierung oder von den Kreisregierungen und natürlich auch immer Dankkarte von ihren Schülern oder je nachdem. Aber als Professor, mein Mann zum Beispiel, der hat eigentlich nie was bekommen. Also der ist als ein Lehrer eigentlich auch schon einigermaßen beliebt und trotzdem bekommt er keine Geschenke oder Dankkarte von seinen Studenten. Man merkt schon, dieser Tag wird eigentlich eher so in den Grundschulen, Mittelschulen und sogar Oberschulen gefeiert, allerdings in der Universität ganz selten. Ja genau, und bei den Schülern ist es eigentlich schon eher so, da besteht ja auch meistens noch eine etwas engere Beziehung zwischen den Schülern und den Lehrern. Das heißt, man sieht sich ja eigentlich fast jeden Tag und an der Uni ist es vielleicht eher schon so, weil ja auch die Studenten erwachsen sind, also schon mindestens 18 Jahre alt, dass dann auch nicht mehr so diese enge Bindung besteht. Und bei den Schülern, wie gesagt, weil man ja auch zum Beispiel gerade bei den Klassenlehrern dann jeden Tag sich trifft, dann ist da vielleicht noch etwas auch eher das Bedürfnis bei manchen Schülern, wenn sie so erzogen wurden, dass sie den Lehrern auf eine bestimmte Art danken. Und bei den Lehrern dann auf der anderen Seite auch noch eher so die Erwartung, anders als vielleicht bei vielen Universitätsprofessoren, dass die Schüler auch tatsächlich so ein bisschen dankbar sind. Und zumindest aus eigener Erfahrung kann man ja sagen, dass die Schulzeit eigentlich für die Schüler ja auch immer sehr
lange noch einen begleiten wird. Also diese frühen Jahre sind ja auch eigentlich sehr prägend und jeder kann wahrscheinlich auch aus eigenen Erfahrungen mit Lehrern oder an verschiedenen Schulen aus dem eigenen Leben nachvollziehen, dass es sehr wichtig sein kann, ob man eben einen Lehrer hat, der eher gut ist oder einen Lehrer hat, der eher nicht so gut ist und wie sich das dann auf die weitere Entwicklung auswirken kann. Also wenn es zumindest so ist, dass die Lehrer doch einen positiven Beitrag zum eigenen Leben geleistet haben, dann ist es natürlich auch vielleicht nicht ganz unangebracht, ihnen zu danken. Und heutzutage macht man das eher vielleicht so, indem man dann als Schüler eine Karte schreibt und vielleicht einen besonderen Glückwunsch auf diese Karte mit einfügt und das dann dem Lehrer überreicht. Aber ich denke, der Zwang ist heute auch nicht mehr so groß, wie das früher noch war. Also natürlich hat auch der Tag so ein bisschen etwas von einer autoritäreren Zeit, also wo die Lehrer natürlich auch als eine Autoritätsperson immer angesehen wurden. Das ist heute in Taiwan sicherlich auch immer noch etwas stärker verbreitet, als das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Also in Deutschland, wenn ich mich an meine eigene Zeit erinnere, da waren die Lehrer zwar schon irgendwie Autoritätspersonen, aber sie wurden nicht so immer wirklich respektiert. Und man hatte auch, glaube ich, von Seiten der Lehrer nicht immer so diesen Anspruch, wie das hier in Taiwan dann der Fall ist. Also dieses Gefälle zwischen Lehrern und Schülern ist es in Taiwan normalerweise sehr viel höher, zumal eben vor der Universität, als das in Deutschland der Fall ist. Insofern wird dieses Geschenke geben auch heute ein bisschen kritisch gesehen in Taiwan. Manchmal, also man sagt vielleicht auch hier und da, warum soll man eigentlich den Lehrern noch etwas geben, denn sie machen ja ihren Job. Also warum haben ausgerechnet die Lehrer einen Tag im Jahr, an dem sie dann irgendwie speziell ein Dankeschön bekommen sollen? Also das Ganze, wie gesagt, das ist eben auch noch eine jetzt schon etwas länger bestehende Tradition. Wie das einmal so ist mit Traditionen, wenn sie einmal da sind, dann sind sie vielleicht auch eben einfach Bestandteil schon der Kultur und man fragt nicht immer so 100% nach, was hat das eigentlich alles noch für einen Sinn. Aber wie gesagt, also im Großen und Ganzen soll das ja etwas Positives sein. Wahrscheinlich die Lehrer freuen sich natürlich auch sehr darüber, wenn sie ein Geschenk bekommen oder einfach noch einmal diese Anerkennung bekommen, dass sie ja eben auch einen Beitrag, einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten mit ihrer Arbeit. Ich denke, auch in Deutschland gäbe es wahrscheinlich viele Lehrer oder gibt es viele Lehrer, die würden sich auch sehr freuen, wenn sie etwas mehr Anerkennung bekommen würden. Ja, das natürlich. Als ich noch klein war, waren die Lehrer Autoritärpersonen. Man musste immer gehorsam sein, was der Lehrer sagte. Man konnte den Lehrer nicht kritisieren oder zurückfragen und was auch immer. Aber heutzutage ist das ganz anders. Und Lehrer zu werden ist jetzt wirklich kein beliebter Beruf, weil das eigentlich auch nicht so einfach ist. Früher, man hat einen Beruf als Lehrer, dann ist das ganze Leben fast schon gesichert. Man bekommt gute Rente, wenn man in das Rentenjahr gekommen ist. Und in der Schule werden die dann immer von den Schülern und deren Eltern respektiert und so. Die Schüler sind nicht immer gehorsam, auch die Eltern haben normalerweise nichts gegen die Lehrer gehabt. Und heutzutage ist es natürlich etwas anders, weil jede Familie nicht mehr so viele Kinder haben und die Eltern schenken sehr viel Wert auf ihre Kinder. Wenn die Kinder in der Schule sich was passierte oder wenn man unzufrieden mit der Lehrer hatte, werden die Eltern sofort die Lehrer kritisieren, sei es per soziale Medien oder einfach bei den Schulleiter kritisiert. Sogar kann man die Lehrer dann vors Gerichte bringen und so weiter. Also es gibt ja immer mehr Druck aus verschiedenen Seiten. Außerdem, man hört eigentlich in der letzten Zeit, dass es sehr viele sozusagen Wandererlehrer haben, die keine feste Stelle haben. Die müssen dann immer als Parteilehrer tätig sein und nur wenig Geld verdienen und trotzdem alle Arbeit übernehmen. Und das ist auch natürlich sehr unangenehm. Und vor allen Dingen, man hört vor kurzem, dass wegen der Rentenreform die Renten der Lehrer inzwischen reduziert worden ist. Und daher, man kann nicht wirklich mit einer sehr sicheren Zukunft rechnen. Das ist wohl auch eine Krise für viele Lehrer. Und vor allen Dingen, man hört auch in den Campus viele verschiedene Dinge, zum Beispiel viele Schüler Drogen nehmen oder so. Und das müssen die Lehrer sich auch darum kümmern. Und überhaupt, ich hatte von vornherein nie vor gehabt, Lehrer zu werden. Ich denke, Lehrer zu werden ist schon ein bisschen
umständlich. Man muss immer ehrlich sein, man darf nicht betrügen und so. Und das kann ich nicht. Ich will nicht so ernst sein überhaupt. Daher habe ich nicht gewollt, Lehrer zu werden. Und vor allen Dingen heutzutage, weil die Schüler nicht mehr so brav wie früher sind und gehe ich davon aus, Lehrer zu werden, wirklich dann gar nicht mehr so einfach. Und viele Lehrer müssen, was weiß ich, jetzt dann immer singen und tanzen, Akrobatik machen oder so. Beim ersten Schultag des neuen Semesters, da müssen die noch umkleiden und vor dem Campus stehen und die Erstklasse Kinder begrüßen oder dies und das. Also überhaupt, man ist ja wirklich dann belastet von vielen anderen Arbeit, die vielleicht mit dem Unterricht zu tun und vielleicht auch nicht mehr zu tun. Und trotzdem muss man alles tun und das gefällt mir persönlich nicht. Und ich denke, das ist eine Belastung für viele Lehrer. Ja, genau. Also wie wahrscheinlich alle Berufe, da hat das Lehrerdasein seine Vor- und seine Nachteile. Lehrer werden ja und vor allem wurden vor dieser Pensionsreform natürlich sehr beneidet für ihr stabiles Einkommen. Also als Angestellter, als Beamter des Staates, da hat man natürlich immer ein Auskommen auf gewisse Art und Weise gesichert. Man muss sich nicht so viele Gedanken machen über das zukünftige finanzielle Leben normalerweise, also zumindest wenn der Staat funktioniert, und in Taiwan ist das ja der Fall. In den allermeisten Fällen gibt es also keine Berichte darüber, dass die Zahlungen für die Staatsbediensteten nicht ausgezahlt werden können. Es gab, glaube ich, mal ein Beispiel von dem Landkreis Miaoli. Dort war das der Fall, weil dort wirklich sehr große finanzielle Mängel herrschten oder vielleicht auch immer noch herrschen. Und tatsächlich hatten mir Lehrer von dort erzählt, dass die etwas sich verspätet haben konnte schon mal. Aber das ist eben nicht der Normalfall in Taiwan und man hat normalerweise ein sehr gutes Auskommen und man hat ja auch verhältnismäßig viel frei. Also wenn man als Lehrer arbeitet in einer Klasse und nicht zum Beispiel in der Verwaltung, das ist auch ein großer Unterschied in Taiwan, dann hat man ja normalerweise zumindest die gleiche Anzahl an oder fast die gleiche Anzahl an Ferientagen wie auch die Schüler. Und damit hat man ja schon immer sehr viel frei um das Neujahrsfest im Januar, Februar, aber natürlich dann auch zur Sommerferienzeit. Und das sind zwar dann immer diese Hochsaisons, wo dann auch andere sich natürlich freinehmen, andere Familien zumal, wenn sie dann mit ihren Kindern irgendwo hinfahren möchten. Aber als Lehrer hat man dann eben tatsächlich auch nichts zu tun zu dieser Zeit. Etwas anders ist das, wenn man in der Verwaltung dann arbeitet, dann hat man normalerweise nicht diese hohe Anzahl an Tagen, aber man hat dafür andere Vorteile. Also das wird dann etwas ausgeglichen. Zum Beispiel habe ich gehört, dass viele Lehrer dann bestimmte Coupons bekommen. Zum Beispiel kann man damit dann irgendwo verbilligt eine Nacht in einem Hotel verbringen oder man kann irgendwo verbilligt etwas einkaufen. Also es wird dann irgendwie auf andere Art und Weise versucht, diese fehlende Freizeit, diesen Nachteil etwas auszugleichen. Wobei ich glaube, es ist auch so, dass diese in der Verwaltung arbeitenden Lehrer trotzdem mehr Geld noch dazu bekommen. Also das gibt es eben unterschiedliche Modelle. Und du hast ja auch gerade angesprochen, dass man als Lehrer so einen bestimmten Charakter haben sollte oder zumindest traditionell wurde das immer so gesehen. Und das ist ja zum Beispiel auch schon ersichtlich aus der Art und Weise, wo Lehrer ausgebildet werden hier in Taiwan. Also diese pädagogischen Hochschulen, die tragen immer den Namen Shilfan. Und übersetzt wird das meistens im Englischen mit einer Normal University. Also es handelt sich um eine normale Universität. Was heißt das? Also das heißt eigentlich, dass eben Leute ausgebildet werden, die so einem bestimmten charakterlichen oder auch moralischen Standard folgen sollen. Und sie sollen damit eben auch als Vorbild dienen für eben andere, die sie ausbilden. Das heißt also im Idealfall, in dieser Idealvorstellung, da sollen eben alle Schüler diesem Ideal der Lehrer, diesen moralischen Vorstellungen folgen und damit dann eben auch ein gutes Beispiel wiederum oder gute Mitbürger innerhalb einer Gesellschaft sein. Also man erkennt noch an diesem Namen dieser Universitäten oder Hochschulen, dass da so dieser Gedanke mitschwingt. Und tatsächlich ist das auch so, dass man oft in Taiwan gegenüber Lehrern so ein bestimmtes Stereotyp hat, so einen bestimmten Eindruck, zumal bei Frauen. Das heißt es zum Beispiel, wenn man eine Lehrerin irgendwo sieht, also vor allem eben von diesen jüngeren Jahrgängen, wie zum Beispiel bei einer Grundschule, dann gibt es so ein bestimmtes, vielleicht so eine bestimmte Art von Outfit,
die diese Lehrerinnen tragen und dass dann viele Leute, wenn sie das sehen, denken, ah, sie ist bestimmt Lehrerin an einer Grundschule. Also so etwas vielleicht eher konservativ oder zurückhaltend aussehend und dann auch meistens vom Charakter so etwas, was man vielleicht eher so als weich bezeichnen würde und aber irgendwie schon so durchsetzungsfähig gegenüber den Kindern dann. Also das ist natürlich dann auch so eine Art von Charakter oder Persönlichkeit, die gesucht wird oder wurde früher zumindest, um dann diese Positionen als Lehrer zu füllen. Aber natürlich gibt es heutzutage auch sehr, sehr viele andere Beispiele. Und bei den Männern wiederum, da ist sowieso etwas anders. Also männliche Lehrer, an die hat man dann andere Ansprüche und sie gelten auch meistens als etwas strenger oder sind vielleicht etwas weniger darauf bedacht. Also auch das ist natürlich wieder so ein Klischee, dass sie sich nicht so viele Gedanken um die individuellen Studenten oder Schüler machen. Also sie müssen vielleicht nicht so sehr viel Rücksicht nehmen auf deren Gefühle, aber sie müssen eben den Stoff irgendwie durchpauken. Es ist eigentlich auch immer noch so ein bisschen erwartet, gerade von den männlichen Lehrern, aber auch von allen Lehrern insgesamt, dass sie recht streng sind. Also man darf natürlich in Taiwan auch nicht mehr die Schüler schlagen oder irgendwie körperlich sie bestrafen. Allerdings habe ich auch gehört von Lehrern, dass sie manchmal Gespräche mit Eltern führen und die Eltern das trotzdem noch so ein bisschen erwarten. Also das ist den Eltern manchmal gar nicht unbedingt so unrecht, wenn die Lehrer strenger sind und vielleicht sogar körperlich bestrafen. Aber wie gesagt, die Lehrer dürfen das eigentlich nicht. Und sie müssen natürlich auch sehr aufpassen, weil es gibt natürlich auch sehr viele Eltern, die mögen das überhaupt nicht. Und die haben natürlich dann auch die Gesetzeslage auf ihrer Seite. Also dieses Verklagen von Lehrern, das ist auch immer häufiger und das geschieht lange nicht mehr nur bei körperlichen Vergehen, sondern eben auch schon, wenn die Lehrer bestimmte Worte benutzen. Also vielleicht, wenn ihnen aus Versehen im Unterricht mal ein Schimpfwort rausrutscht oder was man so auffassen könnte, da kann es schon sein, dass sie allein dafür verklagt werden. Vielleicht bekommen sie dann erstmal nur eine Ermahnung, aber wenn sich das Ganze dann häuft, dann droht ihnen natürlich schon auch eine härtere Sanktionierung. Ja, genau. Also ich persönlich hatte wirklich mal diese Erfahrung gehabt. Und zwar, als meine Tochter noch eine Mittelschule besuchte und der Lehrer, das war ein Lehrer, obwohl in den meisten Schulen eigentlich viel mehr Lehrerinnen als Lehrer haben. Aber meine Tochter hat damals einen Lehrer und er versuchte meine Tochter davon zu überzeugen, dass sie, also meine Tochter, noch mehr lernen, noch fleißiger lernen sollte, damit sie in die beste Oberschule gehen könnte. Aber das widerspricht eigentlich dem Wunsch von mir und meinem Mann. Wir wollten, dass unsere Tochter nur gesünder und jeden Tag früh ins Bett gehen und gut schlafen und genug essen und so Sport treiben. Sie soll nur gesund und glücklich bleiben. Also sie muss nicht so ehrgeizig sein und so. Das war eigentlich die unterschiedliche Meinungen zwischen uns, den Eltern und der Lehrer. Und der Lehrer hatte ja hin und wieder meine Tochter bestraft. Also nicht wirklich geschlagen oder so, aber wörtlich kritisierte und meint, dass sie zu faul war oder so, weil sie ihre Hausaufgabe nicht geschrieben haben und so weiter. Aber ich habe dann immer von meiner Tochter verlangt, dass sie sofort ins Bett gehen und nicht weiter schreiben, weil diese Schreiberei wahrscheinlich gar nichts helfen würde und so. Und das auf jeden Fall, mein Mann und ich waren in die Schule gegangen und hatten den Schulleiter den Lehrer verklagte, aber ich habe auch gemerkt, dass der Schulleiter uns eigentlich nur beruhigen möchte und wollte diese Sache nicht groß machen und tatsächlich hat später eigentlich nichts passiert und der Lehrer bleibt ja so und meine Tochter hasst mich sogar, weil ich sie verraten hätte, in Anführungszeichen und so. Auf jeden Fall, das hat mir überhaupt nicht gefällt und in Taiwan sind eigentlich eher so, die ganze Gesellschaft erhofften, dass die Kinder immer lernen und die besten Schulleistungen hervorbringen sollte. Aber für mich ist das viele anders auch genau wichtig, dass meine Tochter zum Beispiel Sport machen oder Musik machen oder dann überhaupt Freizeit hat, sich einfach zu vergnügen oder verfaulen sind und so, das halte ich für sehr wichtig. Aber abgesehen davon, da merke ich auch schon, dass Lehrer zu werden ist wirklich nicht einfach. Zum Beispiel
dieser Lehrer, von dem wir vorhin gesprochen haben, der hat eigentlich auch Druck von Schulleiter und auch von vielen anderen Eltern. Er muss ja dann sozusagen viele beste Schüler ausbilden, die später in die besten Oberschule gehen können. Und so, das wird als seine Leistung vorgesehen. Und wenn er immer gute Leistung hervorgebracht hat, dann genießt er natürlich mehr Respekt oder was weiß ich, Benefit oder was auch immer. Also für ihn ist das wohl wirklich sehr wichtig und viele Eltern, die taiwanische Eltern und die anderen asiatischen Eltern sind ja immer so ehrgeizig und möchten ihre Kinder beste Noten dann später in die besten Oberschule oder Universität gehen und so. Und das wird das Ganze als eine Ehre der Familie betrachtet und daher, das ist natürlich auch sehr wichtig für diese Lehrer. Bevor wir uns weiter mit diesem Thema beschäftigen, möchten wir nun ein Lied für Sie spielen. Sie hören gleich ein Lied von dem Sänger Li Ronghao mit dem Titel Jie Yan. Sich das Rauchen abgewöhnen. 已经为了变得更好，去到锋芒，一不小心成了你的倾诉对象。 电话约在从前约会的地方，要陪你唱个吃饭，我结账，保持有良习惯。你说最近过得还算幸福美满，喝了几杯，唱了几段，你却哭了。 说最近过得还算幸福美满，喝了几杯，唱了几段，你却哭了。想去安慰，却不知什么立场。听你说话，看你哭时走法，我得到了惩罚。 伤悲伤，我。
Hier ist Radio Taiwan International. Sie hören die Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon sind Sebastian Hambach und Chobi Hui. Und Lehrer von heute müssen auch immer bewertet von bestimmten Experten. Viele Lehrer haben sogar die Aufgabe verteilt von den Universitäten oder Schule gehabt, dass die Schüler zu sich gewinnen sollten. Vor allen Dingen bei den vielen privaten Universitäten, weil sie nicht jedes Semester genug Studenten zu sich gewinnen können. Und viele Professoren sind beauftragt, dass sie zum Beispiel in dieses Semester mindestens 5 Studenten gewinnen oder erwerben sollte und so. Und viele Lehrer müssen oder Professoren müssen wegen Sparmaßnahmen immer mehr Verwaltungsarbeit übernehmen. Und so merkte ich schon, dass Lehrer zu werden tatsächlich heutzutage gar nicht mehr so einfach und so simpel wie früher war. Ja, genau. Und was du gerade noch gesagt hast zu diesem Prestige, also dass das auch noch eine große Rolle spielt für viele Schulen und dann auch für die persönlichen Lehrer, das sieht man auch immer wieder daran, wenn diese Universitätsaufnahmeprüfungen stattgefunden haben. Also in der Nähe, wo ich jetzt wohne, da gibt es eine Oberschule und diese Oberschule hat vor dem Eingang oder über diesem Eingangstor einen riesigen Bildschirm. Also der zeigt dann manchmal irgendwelche Werbung von Veranstaltungen, die in dieser Schule stattfinden, aber man kann sie eben nur dann sehen, wenn man an diesem Bildschirm vorbeiläuft draußen. Aber man kann also wirklich schon von der anderen Straßenseite weit entfernt das genau erkennen, was dort gezeigt wird, denn es ist wirklich ein sehr großes Gerät. Also das passt so ein bisschen zu diesem Bild, was man manchmal auch sieht von den Nachtmärkten oder von den Geschäften an den Straßen. Die haben ja auch überall diese Neonreklamen oder auch manchmal eben Bildschirme. Und das wirkt also nicht unbedingt jetzt besonders fremd. Das ist halt nur der Unterschied. Hier handelt es sich um eine Schule. Und auf diesem Monitor wird dann zum Beispiel zu dieser Zeit der Aufnahmeprüfung auch immer wieder gezeigt, welcher Schüler, also mit Namen, auf welche Universität es geschafft hat. Und das trägt natürlich dann auch wieder zu dem Prestige der gesamten Schule bei. Also wie du gerade schon gesagt hast, wenn früher der Lehrer deiner Tochter immer wollte, dass sie auf die beste Oberschule geht, naja, wie wird denn überhaupt diese beste Oberschule ermittelt? Sie wird dadurch ermittelt, indem eben gezeigt wird, dass besonders viele Schüler dieser Oberschule auf die besten Unis es dann später schaffen. Und dieser Effekt, der ist dann natürlich irgendwie weiterführend. Also das heißt, es gibt natürlich nicht nur die beste Oberschule oder die beste Uni. Es gibt dann auch wieder die beste Mittelschule oder die beste Grundschule und sogar den besten Kindergarten. Also all diese Dinge, die spielen noch eine sehr große Rolle. Diese Rankings in Taiwan spielen eine sehr große Rolle. Und da ist natürlich Druck sowohl auf den Schülern lastend als auch auf den Lehrern, wobei auf den Schülern wahrscheinlich immer noch ein bisschen mehr, weil sie müssen ja auch nicht nur die Erwartungen ihrer Lehrer erfüllen, sondern auch noch die Erwartungen ihrer Eltern in den meisten Fällen. Und die können ja unter Umständen auch noch höher sein. Aber auf jeden Fall, das spielt eine wichtige Rolle. Und was auch noch sehr hohen Druck oder sehr unterschiedlichen Druck auf die Lehrer ausübt, das ist die Tatsache, ob die Schule, an der sie arbeiten, sich eher in einer wohlhabenderen Umgebung befindet oder in einer nicht so wohlhabenderen Umgebung. Also es ist eine unterschiedliche Art von Druck insofern, als dass natürlich in einer Umgebung, wo vielleicht eher wenig verdienende Familien wohnen, dass es dort bestimmte persönliche oder soziale Probleme gibt, mit denen die Lehrer dann auch fertig werden müssen. Also auch in einer Stadt wie Taipeh, die ja die reichste Stadt in Taiwan ist und wo es den Leuten auch insgesamt sehr gut geht, gibt es natürlich Bereiche, wo Familien wohnen, die wirtschaftlich benachteiligt sind und wo die Eltern zum Beispiel dann eben nicht so viel Geld verdienen. Und da gibt es dann alle die Probleme, die man auch aus anderen Ländern kennt, wie eben zum Beispiel Drogenkonsum oder die Tatsache, dass die Kinder noch zu einer Arbeit herangezogen werden, abseits von ihrem Unterricht. Das heißt, sie müssen also den Eltern so ein bisschen auch im jungen Alter dabei helfen, Geld zu verdienen, zum Beispiel indem sie mit auf einer Mülldeponie helfen oder so etwas. Also es gibt wirklich ganz unterschiedliche Schicksale. Und da müssen dann natürlich hier und da auch die Lehrer immer ein genaues Auge darauf werfen, dass zum Beispiel den Kindern nicht ihre Rechte vorenthalten werden und man muss sehr viel zusammenarbeiten mit den Sozialarbeitern der Stadt, die dann natürlich auch die Aufgabe haben, zu diesen Familien hinzugehen und nach den Rechten zu schauen. Und auf der anderen Seite, für die Lehrer, die in einer eher wohlhabenderen Umgebung wohnen, die haben das eigentlich auch nicht viel besser, denn dort kann es vorkommen, dass sie sehr unschöne Gespräche mit den Eltern führen müssen, weil die haben dann eben auch ein
sehr hohen Anspruch an die Lehrer, die Tag ein, Tag aus mit den eigenen Kindern umgehen. Und zum Beispiel gerade was diesen Aspekt des Verklagens angeht, da gibt es natürlich dann auch sehr viel Druck auf die Lehrer. Das heißt also, die wohlhabenderen Menschen, die haben natürlich auch einfacheren Zugang zu diesen juristischen Ressourcen. Und ein sehr krasses Beispiel, da wurde vor einigen Wochen drüber berichtet, da ging es um den Fall eines Staatsanwaltes, dessen Tochter wohl gemobbt wurde von Mitschülern, und zwar in einem Kindergarten. Und dann ist er zu diesem Kindergarten hingegangen und hat dann wohl sehr starken Druck nicht nur auf die Kindergärtner oder Kindergärtnerinnen, sondern auch noch auf die Kinder ausgeübt. Also die haben sich dann wohl so sehr gefürchtet vor irgendwelchen möglichen Konsequenzen, die er angedroht hatte, mit all seiner Autorität, all seiner möglichen Macht, die er da zur Schau gestellt hatte, dass die sich wohl dann auch vor Ort in die Hosen gemacht haben. Also es muss ein sehr, sehr krasses Beispiel von dieser Machtausbeutung gewesen sein. Und er hatte wohl auch noch Polizeibeamte mit sich zu diesem Kindergarten genommen. Und auf jeden Fall, ihm wurde dann letzten Endes eine Art von Berufsverbot erteilt. Also zumindest darf er in Zukunft dann, als das Ganze an die Öffentlichkeit ging, nicht mehr als Staatsanwalt arbeiten. Und er sollte wohl auch ursprünglich versetzt werden an einen anderen Landkreis. Allerdings dort hatte man sich dann geweigert, ihn anzunehmen, weil man soll ja nicht einfach die Problemkandidaten, so wurde da argumentiert, in eine andere Gegend abschieben und das eigentliche Problem aber nicht lösen. Also auf jeden Fall, da kann man auch sehen, dass natürlich, das war jetzt ein sehr krasses Beispiel, aber es gibt auch andere Beispiele, wo der Druck vielleicht nicht ganz so offensichtlich ausgeübt wird und wo die Lehrer dann trotzdem so ein bisschen auch darunter leiden. Wobei in dem konkreten Fall, da haben wahrscheinlich diese Kinder, die in dem Kindergarten waren, noch mehr gelitten als die Lehrer, die dort gearbeitet haben. Ja, also die Lehrer heutzutage empfinden immer mehr Druck von den Eltern deren Schüler. Aber auf der anderen Seite, die empfinden auch immer mehr Druck von der Schule. Und ich habe vorhin gesagt, dass sie jetzt immer mehr bewertet werden. Und das ist wirklich oft eine große Belastung, weil die Schulleitung schickt oft jemand immer an die Klassenzimmer vorbei und gucken, ob die Lehrer richtig gesprochen oder wie die Schüler auf diesen Unterricht reagieren. Und das alles, das wird beobachtet. Und natürlich wird beobachtet, ob der Lehrer pünktlich angekommen ist oder nicht. Und während Mitte und Schluss des Semesters werden immer diese Bewertungen durchgeführt. Oder dann die Lehrer werden gefördert, dass sie nicht nur